Wie gut ist das Havachs? Silver Fox von By The Lane. Starten wir mit der Verpackung. Wir haben hier eine kleine, schlichte, schwarze Verpackung in einem Plastiktiegel. Wir haben hier einfach eine grundsolide Verpackung, nichts Außergewöhnliches, aber grundsolide, vollkommen passend. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen relativ dezenten Geruch, leicht cremig, leicht wachsartig. Nichts Außergewöhnliches, aber auch nichts Negatives, relativ neutral. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 40% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem extremen Halt und mit einem halbmatten bzw. leicht glänzendem Finish. Ob hier wirklich ein extremer Halt drin ist, das checken wir jetzt mal aus. Meine Feuerfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Wir haben hier einen Mix aus Haarwachs und Haarcreme, würde ich sagen. Das trifft es, glaube ich, an dieser Stelle sehr gut. Kommen wir zum Auftragen. Das Produkt lässt sich gut in den Händen verteilen. Wenn man das Produkt in den Händen verteilt, dann hat man erst so eine silberne Creme in der Hand. Aber wenn man dann das Produkt weiter verreibt und etwas aufwärmt, dann verteilt sich das Produkt rückstandslos und ist nicht mehr in den Händen zu sehen. Genau so sollte es sein. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare etwas gepre-styled. Und zwar habe ich meine Haare als erstes etwas angefeuchtet. Die waren sehr trocken. Dann habe ich ein, zwei Drops Arganöl in meine Haare eingearbeitet. Dann eine Föhnbürste dazu genommen und dann mit einem Föhn meine Haare einfach etwas schon mal in Richtung geföhnt. Dann habe ich das in meinen Händen verteilte Produkt komplett in meine Haare eingearbeitet und ich habe direkt gemerkt, dass da wirklich Power hinter steckt, denn ich war sehr schnell mit meinem Styling dort, wo ich sein wollte und das ist bei meinen dicken und sehr widerspenstigen Haaren manchmal gar nicht so einfach. Kommen wir zum Halt. Ich bin ja immer etwas picky mit meiner Punktevergabe, aber Leute, extremer Halt gehe ich an dieser Stelle tatsächlich mit. Denn wenn ein Produkt, ausschließlich ein Haarstyling-Produkt, meine widerspenstigen, sehr dicken Haare mega gut bändigt und zwar auch noch meine Powerlocke da vorne, dann ist da wirklich Wumms dahinter. Von daher brauchte ich an dieser Stelle auch kein Haarspray mehr zum Fixieren und ich gehe mit dem extrem hohen Halt tatsächlich mit. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem halb matten bzw. leicht glänzendem Finish geworben. Mir persönlich gefällt das matte Finish etwas mehr und ich muss sagen, es ist auch eher matt als glänzend. Trotzdem hat man so einen leichten natürlichen Glanz da drin, aber es ist genau das drin, was draufsteht und genauso sollte es sein. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Als allererstes mal die Auswaschbarkeit. Leute, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so ein Produkt in den Haaren habt mit einem extremen Halt, dann benötigt ihr einfach Shampoo, um das wirklich aus euren Haaren herauszuwaschen. Nur mit Wasser funktioniert das an dieser Stelle nicht. Kommen wir zum Preis von dem Haarwachs. Das Silver Fox Haarwachs bekommt ihr in der normalen Größe von 65 ml für 22 Euro. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Als allererstes mal kann ich das Produkt in puncto Performance-Punkte, Styling, Halt und Finish definitiv weiterempfehlen. Wenn du zum Beispiel wie ich wirklich mega dicke Haare hast und auch vielleicht so Wellen hast und die einfach so ein bisschen bändigen möchtest und nicht unbedingt Haarspray verwenden möchtest, dann kannst du dieses Produkt einfach mal ausprobieren. Gibt es ja auch, wie man hier sehen kann, in der Travel-Größe. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Silver Fox Haarwachs von By The Lane bekommt all in all 38 von möglichen 50 Punkten. Das Produkt verlinke ich euch wie immer unten in der Box. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.